Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es wie jede Woche Donnerstag um die aktuelle GTA Online Event Woche. Und zwar diese Woche auch um das Weihnachtsupdate, beziehungsweise um das kleine Weihnachts-DLC, da wir einiges an Geschenken und eine neue Waffe haben in GTA Online, passend halt zu Weihnachten, und zwei neue Events. Ich würde sagen, bleibt am besten wirklich bis zum Ende des Videos, denn dann werde ich euch verraten, was es für eine neue Waffe in GTA Online gibt. Aktuell haben wir auch wieder Schnee in GTA Online. Ich weiß nicht, wie lange der bleibt. Ich denke mal, irgendwie bis Anfang Januar oder so. Also wenn ihr Schnee mögt, dann zockt unbedingt jetzt die Tage GTA Online, bevor der Schnee halt wieder weg ist. So, als erstes werde ich mit den zwei neuen Events anfangen. Da haben wir einmal die Schneeball-Deathmatches. Die sind eigentlich ganz cool. Da müsst ihr halt mit Schneebällen euch verteidigen. Und da gibt es auch aktuell doppelt GTA-Dollar und RP drauf. So, dann das zweite neue Event ist Endured. Das ist so ein Weihnachts-Remix. Ich glaube, so ähnlichen Gegnermodus gab es schon. Nur jetzt halt als Weihnachts-Remix. Und da haben wir auch doppelt GTA-Dollar und RP drauf. So, dann gibt es auch noch ein komplett neues Event für den Free Mode. Und zwar könnt ihr da so ein Yeti-Outfit freischalten. Ihr seht es gerade schon im Hintergrund. Und zwar ist das die Yeti-Jagd. Da müssen wir irgendwie in der Open Lobby 5 Hinweisen nachgehen und dann halt gegen den Yeti kämpfen und ihn besiegen. Und dann erhalten wir dieses exklusive Yeti-Outfit. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Ich werde auch versuchen, mir das zu holen und dann eventuell über das Yeti-Outfit nochmal ein separates Video machen. So, dann gibt es wieder, wie letztes Jahr, drei so Events, die einfach so im Free-Mode starten. Beziehungsweise bei den einen könnt ihr dieses Schneemann-Outfit freischalten, was ihr hier gerade im Hintergrund seht. Da habe ich auch schon letztes Jahr ein Video gemacht. Ich denke, die Schneemänner werden wie letztes Jahr an den gleichen Orten zu finden sein. Dann müsst ihr die halt zerstören und dann erhaltet ihr halt das Schneemann-Outfit. Dann Knecht Unrecht. Da erscheint so ein Monster in GTA Online und gegen das müsst ihr dann halt kämpfen. Und dann gibt es noch ein anderes Event, das findet auf dem Hochhaus statt und da könnt ihr die WM29 Pistole freischalten. Das ist auch relativ einfach. Da müsst ihr nur gegen ein paar Gegner kämpfen und dann erhaltet ihr halt die Waffe. So, dann kommen wir jetzt mal zu den ganzen Weihnachtsgeschenken, die es gibt. Da haben wir echt einiges. Halt, so ein Festtagsbaum, Kopfdeckung, dann die Zuckerstange als Waffe haben wir und so einen grünen Bierhelm. Und ich glaube, wir kriegen wieder Munition und so. Ihr müsst halt nur zwischen den 21. und 27. Dezember spielen, um die ganzen Sachen halt zu erhalten. So, jetzt habe ich ganz vergessen, wir haben in GTA Online auch passend ein neues Fahrzeug bekommen. So ein SUV, und zwar den Privado Dorado. Das ist eigentlich ein ganz cooler SUV. Zumindest finde ich, sieht er ganz fresh aus. Und zu dem Wagen werde ich auch nochmal ein extra Tuning- und Testvideo machen. Also seid da mal gespannt. Das kommt dann auch noch heute. So, dann kommen wir jetzt nochmal zu den Verdienstmöglichkeiten. Zwei habe ich ja schon erwähnt. Da gibt es einmal auf das Schneeball-Deathmatch doppelt GTA-Dollar und RP drauf. Und dann auf diesen Weihnachts-Remix Gegner-Modus haben wir auch doppelt GTA-Dollar und RP drauf. So, dann gibt es noch auf die neuen Drift-Trends. Da gibt es auch nochmal doppelt GTA-Dollar und RP drauf. So, dann haben wir jetzt noch doppelte LSK mit Levelpunkte. Da müsst ihr halt einfach in LSK mit in dem Gebäude rumschillen und dann kriegt ihr da halt doppelte Levelpunkte. So, das waren jetzt auch schon alle Verdienstmöglichkeiten. Jetzt sind von dem Schrottplatzraub die Schauplätze, die wechseln sich. Und zwar vom 21. bis 27. Dezember könnt ihr die Raube beim Diamond Casino machen oder halt beim Frachtschiff und oder halt bei
Mission Way. Und vom 28. Dezember bis 3. Januar wird das Frachtschiff durch ein U-Boot ersetzt. Hört sich auf jeden Fall alles ganz cool an. Ja, zu dem neuen Update werde ich auch noch ein paar Videos rausbringen. Vor allen Dingen zu dem ersten Raub, wo man das Auto von der Mace Bank Arena klauen muss. So, dann kommen wir jetzt mal einmal zum Casino-Podium-Fahrzeug, was ihr diese Woche gewinnen könnt. Und zwar ist das hier im Hintergrund dieses Weihnachtsauto. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, um welches Auto es sich handelt. Auf jeden Fall, hier seht ihr es einmal, das könnt ihr aktuell im Casino gewinnen. So, dann im LSK Meet könnt ihr den Douglas Tamua in der Coupé-Version gewinnen. Und den gewinnt ihr, indem ihr 3 Tage in Folge unter den Top 1 in den LSK Meet-Rennen werdet. Dann kriegt ihr den Wagen. Ist eigentlich ein ganz cooler Wagen. Zu denen habe ich auch schon ein Tuning-Video gemacht. So, jetzt gibt es einmal bei Simon Showroom neue Fahrzeuge. Da blende ich euch hier mal wieder Bilder ein. Und vom Luxo-Auto aus, da haben wir auch 2 neue Fahrzeuge. Da, wie gesagt, blende ich euch hier wieder Bilder ein. So, jetzt bevor ich zu den Rabatten komme und ich es doch noch vergesse, kommen wir mal, wie am Anfang versprochen, gibt es ja in GTA Online jetzt eine neue Waffe, die wir halt nur über diese Feiertage freischalten können. Und zwar ist das Schneeballabschussgerät. Wie der Name halt schon sagt und jetzt gerade auch hier im Hintergrund seht, ist das eine Waffe, die halt Schneebälle einfach schießt. Und ja, die schaltet ihr frei, wenn ihr zwischen den 21. und 27. Dezember euch einmal in GTA Online einloggt. Dann erhaltet ihr die Waffe einfach. Ihr habt die gleich dann in dem Inventar drin. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den Fahrzeugrabatten. Wir haben da einmal auf dem Benefaktor Streiter einmal 40% Rabatt. Dann auf den La Partadi Pigale haben wir auch nochmal 40% Rabatt drauf. Sowie auf den Ocelot Added, da haben wir auch 40%. Dann auf den Vampin Veta, auf den Geländewagen, haben wir auch nochmal 40%. So, dann auf den Galuator Bella ST, ist auch ein SUV, den wir, glaube ich, letztes Jahr bekommen haben. Auf den gibt es auch nochmal 30%. Zu denen habe ich auch schon ein Tuning-Video gemacht. Dann auf den Albin VSTR haben wir auch nochmal 30% Rabatt drauf. Und zu guter Letzt haben wir auch noch auf ein Flugzeugrabatt, und zwar auf die Alpha Z1. Auf die haben wir auch nochmal 30%. So, das waren jetzt auch schon alle Rabatte. Ja, also Immobilienrabatte haben wir diese Woche nicht. Ja, soweit ist die Eventwoche und das Weihnachts-DLC eigentlich ganz cool, finde ich. Könnt ihr mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wie ihr so das, ja, die ganzen Weihnachtssachen findet. Ich meine, die neuen Events und so habe ich auch noch nicht angezockt. Aber es hört sich auf jeden Fall alles schon ganz cool an. Und wir haben auch wieder ein neues Fahrzeug, zu dem ich auch noch ein Video machen werde. Also schaltet auch mal vorbei. Und dann würde ich sagen, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr so die Eventwoche findet. Findet ihr die schlecht, mittel oder gut? Das würde mich interessieren. Und dann würde ich mich nochmal ein Like freuen, wenn ihr keine weiteren Videos rund um GTA Online verpassen wollt. Abonniert unbedingt meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann bin ich auch schon wieder raus. Ciao, Leute!